Canosio, der Ausgangspunkt. Es geht auf die Meiras-Durakam-Straße. Ausgangspunkt ist Canosio. Es ist breit. Der Startort. Macht immer spannend da. Wenn es grün ist, werden wir mal fahren dürfen. Das ist eine verlassene Alm am Kolle Breit. Und niemand mehr. Nur ein paar Murmeltiere tummeln sich. Und da oben sieht man schon die Straßen verlaufen. Noch ist es asphaltiert, aber schon ausgesetzt und ganz enge Kehren. Ich bin jetzt am Colle del Breit, dann geht es da vorbei bei der Cardetta-Hütte, da hinunter Col di Salsas Blanchas, im Colle Colonia, da auf dem Colle de Ancoccia oder wie der heißt, das ist schwierig, ich werde glaube ich da weiterfahren zum Col di Valcavera und dann fährt man da oben das Vallone dell'Arma bis San Giacomo. Die fahrt dann weiter da hinunter nach De Monte. Da ist ein Fahrverbotsschild, aber es ist eingeschränkt. Man darf da nur irgendwann von Anfang August bis Ende August nicht durchfahren und an Wochenenden und Feiertagen. Da ist alles voll Hund und die freuen sich auf ihr Herli. Und ich fahre jetzt da hinauf. Da sind die Kühe. Guten Morgen, Kuh. Wie geht es euch? Habt ihr einen schönen Ausblick da hinten? Ich bin gerade die ersten Meter unterwegs, oder Kilometer, auf der Meiras-Durakam-Straße und es ist einfach herrlich hier. Die Kühe hört man. Die Glocken. Und es ist eine geile Nebelstimmung da hinter mir. Die freundliche Kuh und die schaut, was ich da mache. Wir sind wieder auf Schotterstraße. Ich bin wieder in guter Gesellschaft von Kühen. Hier oben ist in der Früh eine herrliche Ruhe. Es sind nur die Kühe, der Defender und ich da. Und der Defender und ich sind ein gutes Team, reisen wir doch schon mehr als 10 Jahre gemeinsam durch die Welt. Hallo Kühe! Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Heute ist ein schöner Tag, was sagst du dazu als Kuh? Also ich finde es wunderbar. Die Aussicht hinter dir? Ist grandios. Ja, da ist wieder ganz schön ruppig zum Fahren. Größere Steine, der richtige Felspyramiden da vorne. Ganz allein sind wir auf alten Militärstraßen auf über 2000 Meter unterwegs.
Unten im Tal ist doch der Nebel und man sieht gut die Straße, die ich heraufgefahren bin. So ist es da. Links hinten der Monviso. Ja. Und die Straßen sind genauso breit. Und man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve so ist. Ich hoffe mal gar nichts. Jawohl. Und dann erscheint er, der Monte Viso, auch Monviso auf Okzitanisch genannt. Ein 3000er in den Kottischen Alpen im Nordwesten Italiens, nahe an der Grenze zu Frankreich. Kommt noch ein Auto, ich hoffe, die sind beide stehen geblieben. Gut, da ging jetzt im Notfall zum Ausweichen. Ja, da kommt einer. Ui, der ist lehmig. Gatschig. Der will das Auto ausschauen. Leicht eingesaut habe ich mich schon. Nein, da kommt einer, aber Platz haben wir schon. Ein Salzburger. Und da schon fast Mittag ist, habe ich mir jetzt einen Ombra gegönnt. Ein Glas Wein. In der herrlichen Kulisse. Ja, da sind schon eine Gusto-Stickerl drinnen da. Mitten durch die Felswand. Da ist ziemlich ausgespült. Und schmal. Oh Scheiße. Es ist ja wieder zum Hang abgeneigt. Aber das werden wir schon zügig durchfahren. Yes, 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 yes. Sehr gut. Ja, und da ist er vor. Am Wegesrand. Da. Mehrere Häuser. Und Kühe. Da, eine ganze Stadt. Alles voller Kühe. Ruhig, ruhig bleiben, jawohl. Guten Morgen, die Kühe. Ja, da ist ja alles voll Kühe. Ja, guten Morgen. Ja, wie viele da sind. Lasst euch nicht stören. Und da kommen schon wieder ein paar Motorradfahrer. Oh. Ja. Geile Adventures. Und weil sonst keiner da ist, frage ich halt Sie, wie geht's Ihnen, Sie? Jetzt geht's wieder auf Asphalt, gemütlich hinaus, nach San Giacomo und De Monte. Da ist anscheinend doch noch ein Stückchen Schotterstraßen. Am Asphalt dürfen nur die Radlfahrer fahren oder die Autos auf. Wir fahren bis da. Keine Kern da. Das geht sich gut aus. Der freundliche Hirte mit vielen Hunden. Quanto? Cinque? Cinque? Cinque, cinque. Cinque, si, cinque. Der freundliche Schäfer mit seinen 5 Hunden begrüßt mich in Okzitanien. Stolz hängt die Flagge der okzitanischen Autonomiebewegung, das Wappen des Grafen von Toulouse, an den Häusern. Und ich bin stolz, gesund in De Monte angekommen zu sein. So, angekommen in De Monte. War super. Meirastura Kammstraße, nur zu empfehlen. Jetzt habe ich mir ein Menü bestellt. Für 11 Euro, 3 Gänge, inklusive Kaffee und Wasser. Als erstes sind die Nudeln, die habe ich schon so einen Hunger. Zweiter Gang,
Rindfleisch mit Linsen. Und zum Abschluss ein herrlicher Espresso. Den Wein und das Wasser schenkte mir die Wirtin. Ich erreiche nun Vinadio und fahre jetzt hinauf zur Kirche St. Anna di Vinadio. Da ist jetzt die Abzweigung. Hinauf. Gleich danach ist schon die Grenze nach Frankreich. Bald. Ja, und da geht es wieder in vielen, vielen, vielen Kehren hinauf. Zwar auf Asphalt, aber immerhin. Meine Freunde sind überall. Ja, ja, hallo. Hallo, Sheep. Schaut mal, wo ich gerade bin. Im Rifugio Alpino Casa San Giacomo. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und das ist sicher wem bekannt. St. Anna di Vinadio. Das letzte Mal war ich 2015 bei der freundlichen Hüttenwirtin. Ich treffe einen Grazer mit seiner GS, der mit seinen Kumpels mit dem Motorrad unterwegs ist. Als ich 2015 hier war, waren wir zu Fuß am GTA, am Grande Traversata delle Alpi unterwegs. Jedes Mal, wenn ich hier bin, bin ich fasziniert. Ist es doch die kurioseste Kirche, die ich kenne. So, und jetzt geht's hinein in die Kirche St. Anna di Vinadio. Und hier sieht man die ganzen Unfälle. Der ist vom Traktor überfahren worden. Der ist da aus dem Auto rausgeflogen. Der hat da ist irgendwo reingefahren. Der ist mit der Vespa zusammengeführt worden. Da ist der LKW umgefallen. Der schaut auch nicht gut aus. Der ist dann die Bahn geblieben. Auf einer Höhe von 2010 Meter über dem Meeresspiegel ist sie die höchste Wallfahrtskirche Europas. Es wird die heilige Anna verehrt. Sie ist das Ziel zahlreicher italienischer und französischer Pilgerreisenden, vor allem derjenigen, die einen schweren Unfall überlebt haben. Wer in der Gegend ist, kann auch im nebenstehenden Hospiz übernachten. Es gibt Halbpension und die Preise sind günstig. Das Essen ist üppig und schmackhaft und der hauseigene Wein ist vom Feinsten. Und da ist was Schönes. Da sind alle, die sich bedanken, dass sie Kinder bekommen haben. Das sind aber nur, wie man sieht, die Mädchen. Weil die Buben sind da. Das ist aber Spenden. Und eine Kerze anziehen. So, und jetzt geht's wieder zurück hinunter nach Vinadio. Ein letzter Blick zurück nach St. Anna di Vinadio, ein Foto bei der Madonna. Dann bin ich schon wieder in Vinadio bei der alten Festung, die 1834 von Karl Albrecht errichtet wurde. Er nutzte eine strategische Position, von der die umliegenden Täler an der Grenze zu Frankreich kontrolliert werden konnten. Von den Hirschen aus Beton wusste er damals freilich noch nichts. Das ist mein heutiges Plätzchen. Das Besondere heute, ich habe eigene Blumentöpfe. Mein Etappenziel habe ich sicher erreicht. Limone Piemonte, Campingplatz Luis Matlas. Ich denke doch einmal zurück an die Meira-Stura-Kammstraße, an die freundlichen weißen Kühe mit der lieben schwarzen Schnauze, an den alten Schäfer mit seinen 5 Hunden, der auf 70 Rinder aufpasst, an das gute Essen in De Monte und natürlich an St. Anna di Vinadio. Morgen geht's über den Colle di Tenda auf der alten Salzstraße weiter nach Ventimiglia. Also bleibt's dran!